So, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder mal soweit. Es ist ein für mich Sonntag, für euch nicht, wahrscheinlich. es ist das falsche Rätsel ausgewählt. Jetzt ist hier das richtige Rätsel ausgewählt und zwar das normale ohne Rätsellösungswort oder so. Und ja, ich würde sagen, so wie angekündigt, ist das wieder mal eine RVR-Runde, Rätsler versus Rätsler. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, Etüde für das Erste. So, dann Lebewesen. Haben wir auch, kennen wir. Mittelmeerstaat ist Indien. Nein. Italienisch zwischen Via, nee, Dia, Schriftstück, ist keine Datei, Schauspieler, das ist doch wieder so ein, Stiege, ist das, okay, ach, das war das Ding, hoppala. Ups. Französisch wenig. Weiß ich noch nicht. Ach, hier, James Dean ist das. Schriftstück. Papier. Okay. Englisch Adler ist der Eagle. Autor von Jim Knopf ist irgendwo am Ende zu finden. So, Englisch 10 ist natürlich 10. Dann, es schüttet, regnen, ja. Alkoholisches Heißgetränk ist der Grog. So, Kurzstreckenlauf ist Sprint, auch easy. Langweilig ist öde. Okay, dann ist der Mittelmeerstaat Italien. Nördlicher Tauchvogel. Kommt später. Bücherfreund ist natürlich ein Leser. Und dann haben wir die Landspitze, ist ein Kap. Griechische Insel. Rhodos ist nicht. Kreta. Aha. Plötzlicher Stoß. Rums. Nein. Achso. Huch. Edu, was? Edukt? Aha. Dann ist das ein Ruck. Satzung. Statut? Status wollte ich nicht schreiben. Oh, da ist Muscle Memory wieder. Hier Muskel. Muskelgedächtnis. Ah, so heißt das. Geheimgericht. Weiß ich nicht. Das, was es heute zum Mittag gibt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Geheimgericht. Übellaunige Person. Muffel. Oh, cool. Bankschließfach. Eine Lade? Weiß ich nicht. Nee, kann ja gar nicht sein. So, dann Marianeninsel. Dings. Nee. Machen wir erstmal die Elfe hier rein. Pflanzenteil ist natürlich das Blatt. So, Zierpflanze. Ah, schade. Dann ist es die Azalee vielleicht. Aha. In der Höhe. Oben. Ja. So, runde Formen sind Kreise. So, und dann Eulenspiegels Freundin war doch Nele. Auch wenn ich den Typen, also, oh, verdammt, tut mir leid, das war ja, oh nein. Das ist ja jetzt blöd. Zum Glück habe ich die meisten Sachen mitgesprochen, denn ich habe vergessen vom, das ist so traurig. Oh, jetzt muss ich mir mal kurz Zeit nehmen und dementsprechend vielleicht hier verlieren. Nee. Nein. Alpentier.
weiß ich nicht. Bankschließfach ist der Safe. Dann ist das Guam. Geheimgericht. Gemse? Ah. Das Geheimgericht ist das Meme. Nee. Seme? Nein, ist es nicht. Äme? Nee. Öme? Üme? Peme? Meme? Neme? Meme? Ja, natürlich, es ist ein Meme. Das gibt's doch nicht. Ah! Okay. Was ich sagen wollte, ja, ich habe vom letzten Mal von diesem T-Online-Rätsel, warum mir das nicht auffällt, warum mir das nicht vor der Aufnahme mal auffällt, das ist ja schrecklich. Normalerweise kontrolliere ich noch, ob alles richtig ist und dann sowas. Dann sieht das am Ende so aus. Das ist doch, Zum Glück nur für die ersten 5 Minuten. Oh Mann. Ja, dementsprechend muss ich das nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe, das Rätsel vorher. Wie es eigentlich aussah, als es leer war. Also dementsprechend mache ich das hier einmal wieder weg. Schwupp. Boing. So sah das leer aus und dann haben wir hier... Ich fülle es nochmal aus. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. So, Auswirkungen, Effekt, Satzung war das Statut. Plötzlicher Stoß ist ein Ruck. Stiege war die Treppe. James Dean. Ups. So. Papier. Lebewesen ist das Tier gewesen. Ungehobelt war rau. Italien. Ist ja auch schön, da ein italienisches Wort in die Nähe von Italien zu setzen. So, langweilig war öde. Alkoholisches Eisgetränk war der Grog. Es schüttet war regnen. Bücherfreund war der Leser. Dann hatten wir Landspitze. Kap. Genau. Griechische Insel war Kreta. Dann runde Form waren Kreise. In der Höhe oben. So, dann Nele. Haha. Pflanzenteil war das Blatt und damit haben wir dann auch schon fast alles ausgefüllt und bam, fertig und das sogar zweimal, weil ich mitgekriegt habe, dass mein Rätselfenster falsch angezeigt wurde, noch wegen gestern. Also habe ich nochmal alles neu eingetragen. Okay. Gut, na denn. Wollen wir erstmal das Lösungsworträtsel machen? Alles klar. Gut, dann 3, 2, 1, Etüde. Machen Tauben. Naja, das weiß ich doch. Gut, dann habe ich den ersten Buchstaben schon mal. Modul, bin mir noch nicht sicher. Vorname des Gellers ist klar. Okay, ja. Umgangssprachlich davonlaufen. Das war schon wieder wahrscheinlich Trollen. Könnte aber nicht hinhauen, nee. Weichkäse. Ach, was ist denn hier Weichkäse? Dann altrömischer Gruß ist auf jeden Fall auch klar. Da kommt ein V rein. Vater und Mutter sind die Eltern. Das ist... dann hätte ich ja gern die 7 nochmal. Wenn ich den Weichkäse oder das Modul oder sowas wenigstens kennen würde. Oh Gott. Raubkatze könnte der Tiger sein. Ja. Also.
Was machen wir noch? Körperorgan. Könnte wieder alles Mögliche erstmal sein. Dringend. Eilt. Eilt zum Beispiel, ja. Einfahrten. Einfahrten. Sind Tore vielleicht? Zahlchips. Jetons? Nee. Oder Jetons? Achso. Ja, ja. Okay, ja. Abkürzung Stunde ist auch dasselbe wie die Abkürzung für Geschlechtskrankheiten im Englischen. Treuer Gefolgsmann. Ja. Machen wir erstmal das Pferd hier rein. Da haben wir ein R. Okay, was ist denn die 4? Dreschabfall. Dreschabfall war Spreu, oder? Mhm. Gehen? Nee, Erbanlage ist doch eigentlich das... Die DN... Ach so, ja. DNS oder DNA. Mhm, mhm. Okay, also ich würde sagen, hier kommt ein E hin. Was haben wir dann bei der 5 gehabt? R. Es könnte gegebenenfalls das Reservat sein. Was ist die 3? Körperorgan. Das ist schwierig. Aber zumindest Reservat müsste zumindest so von ein paar Buchstaben her stimmen. Ich guck mal. Tauben machen. Die Gurren. So, dann Modul weiß ich noch nicht. Aber hier kommt ein N hin. Nusskonfekt. Rechtsform. Abkürzung für eine Rechtsform. Ist... Was für eine Rechtsform ist denn mit V? Spanisch mich. Me. Me. Information. Information im Englischen heißt auch Information eigentlich, aber das meinen die hier nicht. Intelligence. Nein, auch nicht. Brettspiel ist, Mensch, ärgere dich nicht, aber das ist es nicht. Griechische Vorbild, Silbe, Blut. Hemo oder so ähnlich? Nee. Früher, Ehe. Nase betreffend, nasal. Hajo. Nein. Eltern machen wir erstmal so. Brettspiel. Ja, was gibt's denn da noch so? Medizinische Abteilung ist... Machen wir erstmal hier eine DNS oder DNA rein. Natürlich ist es wieder die DNS, wenn ich DNA eintrage. So, dann machen wir erstmal die Spreu. Hausflur ist der Ern. So. Bewegliches Körperteil. Kopf, Arm, Bein, alles kurz. Strudelwirkung ist der Sog. Dann ist das G, ein Körperteil mit G. Wir haben die Brust, wir haben die Hüfte, wir haben... Was haben wir denn noch? Füße, Hände. Ich habe echt gerade keine Ahnung. Aber Grind, nein. medizinische Abteilung, Innere. Ah, ach so, oh, die meinen einfach den Oberbegriff Glied. Obwohl, vielleicht meinen sie auch einen anderen. Das ist, reden wir nicht weiter drüber. Ja, ja. Ich weiß, was ihr alle denkt. Nostalgisch. Einfahrten sind Tore erstmal.
Retro ist das. So. Jetons sind das. Oder viel mehr. Abkürzung. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch. Dringend ist eilt gewesen. Nee, gar nicht. Okay, interessant. Antilopenart, ist das Gnu erstmal? Die meinen Nougat. Fehlt da nicht ein O im Nougat? Niederträchtig ist natürlich gemein. Satz beim Tennis ist ein Set. Dann haben wir hier wirklich Helm. Ich hätte jetzt gedacht Hemo oder so, aber nicht nur Hem. Dame ist das. So. Dann ist hier die Message. Dann Anno für im Jahre. Davonlaufen. Raubkatze war erstmal der Tiger. Sich erlauben. Ah, was könnte das nur sein? Dann machen wir erstmal, tragen wir erstmal Uti. Nein, ich wollte nicht Uti eintragen. Ach Mann. So, dann haben wir hier den Brim. Nicht? Bri. Wie komme ich auf Brim? Das ist auch. Aber ich glaube sowas. Es gibt auch einen, der so heißt. Ich habe das mal für das Fangame von dem jetzt gerade, von dem nicht vollendeten Fangame, läuft da gerade jetzt die Musik. Im Hintergrund, da habe ich jemanden mal Brimsen genannt. Der sollte eigentlich ein Käseverkäufer werden. Umgangssprachlich abhauen. Ach so, nicht BB hauen. So. Dann Hi, natürlich, ja, ja. Ja, dann haben wir wahrscheinlich das Reservat. Sich erlauben. Das ist aber komisch. Beehren? Nee. Doch? Na gut. Dann haben wir hier das Bauteil. Das ist das Modul. Ergebener. Okay, biegsamer Zweig ist eine Route. Huch. So. Das sollte kein Jouton werden. Oder vielmehr respektive. So. Dringend. Maut. Nein. Körperorgan, Elise. Blase? Okay, dringend, akut ist das. Natürlich. Und ich bin dann schon wieder mal fertig. Ein Buchstabe? Bei wassen? Hausflur. Ach so. Ja, der Hausflur, das ist dieses veraltete Wort, was ständig auftaucht. In den Kreuzworträtseln. Hä? Du machst die etwa nicht? Oh, kein Wunder, dass ich immer gewinne. Ja, vielleicht solltest du es öfter machen, damit du eine Chance hast. Quod erat demonstrandum. Es ist doch schön, dann sieht man wenigstens, es hat einen Effekt. Da hat man immer so den Unterschied. Die Kontrollgruppe, du bist meine Kontrollgruppe und dafür bin ich dir jetzt sehr, sehr dankbar. Okay, dann 3, 2, 1, Etüde für das dritte und letzte Rätsel heute. So, diesmal, weil das nicht so groß ist,
Englische Eiche nehme ich erstmal. So, Arzneimenge ist natürlich das. Das hatte ich letztens schon mal. Wintersportgerät. Natürlich. Automobilausstellung ist die internationale Automobilausstellung, ja. Oh, mein Lieb. Ein schönes Wort. Ich habe dir ein Wort vorgesagt. Tut mir leid. Sehr gut. Mittelamerikaner, Brasilianer, Peruaner. Nee, passt nicht. Chilene? Na, schade. Okay, dann flirten. Baggern. Nein. Falschinformation, Lüge. Tatbestand. Weiß ich auch gerade nicht. Gartengefäß. Eine Gießkanne. Ja. Aha. Türstopper. Nö. Ankündigen. Ach Gott, ey. Machen wir erstmal die Lake hier. Dann ist das hier die Raupe. So, was haben wir hier? Den Spot. Die Bewertung ist pra. Ich weiß es nicht. Schweizer Zirkusfamilie. Nee, bin ich auch leider. Tatbestand, was könnten das noch alles sein? Fast sagen so. Dann ist das Lösungswort. Ich lege mich da jetzt gerade mal fest. So. Hilft mir das schon? Mittelamerikaner, Mexikaner. Nee, geht gar nicht. Mittelamerika ist ja auch. Mittelamerika ist so um Mexiko rum. Was ist in Mexiko? Oder um Mexiko? Weil Mexikaner kann ja nicht stimmen. Machen wir erstmal Turteln. Ich weiß nicht, ob man das als Flirten bezeichnen kann, aber wenn die das so sagen, dann muss das ja alles richtig sein. Tatbestand. Ankündigen. Nee, keine Ahnung. Aber vielleicht. Falschinformation ist der Fake. Ah. Dann ist das der Keil. Nee. Knie, aha. Na gut. Das hilft mir ja jetzt. Große Eule. Ach so, das ist der Uhu erstmal. Ja, jetzt wäre es schön. Dehnungslaut. Ah. Bewertung, ein Prädikat. Aha. Ach, der Kubaner ist hier gemeint. Ah. Okay. Damit sind wir ja schon mal weiter. Inspiration, Idee. Ja. Und jetzt fehlt mir nur ein einziger Buchstabe. Ich habe keine Ahnung, ob er richtig ist tatsächlich dann. Das ist ja jetzt doof. Ach, das ist ja richtig doof. Aber das ist richtig.
Das ist richtig. Knie ist richtig und Flirten ist Toteln. Ja. So, Dosis. Okay. Anni. Nee. Also. Ankündigen. Avisieren. Arisieren. Atisieren. Nee. Apisieren. Asisieren. Afisieren. Das ist doch alles. Klingt doch alles irgendwie doof. Muss ich ehrlich sagen. Ich nehme mal den Buchstaben weg. Okay, jetzt sagt er mir, was falsch ist. Das ist schön. Ist das wirklich avisieren? Ja. Tatsächlich. Fertig! Oha, wahrscheinlich das ganz unten. Echt? Ankündigen hattest du? Boah. Das war mein letztes und ich hatte Probleme damit, dass es mir angezeigt hat, wenn es falsch war. Ja. Ja, ich würde sagen, das Wort bei Flirten ist auch nicht unbedingt Flirten. Das ist eher, wenn du... Also Flirten würde ich eher sagen, wenn du gerade eher so auf Beutefang bist. Aber das, was da reinkommt, ist eigentlich, wenn man schon zusammen ist, dann macht man das. Das ist so meine Art und Weise, wie ich die Wörter voneinander trennen würde. Denk an Tauben! Ja. Schrecklich, ne? Hab ich mich auch gefragt. Vielleicht nicht laut, aber ich hab's mich auch gefragt. Wer macht denn sowas? Juhu! Na, dann haben wir es doch erstmal für dieses heutige Video. Es war mal wieder schön und ja. Wir sehen uns noch beim nächsten Mal, denn das war ja noch nicht die 100. Folge, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, wir kommen der ganzen Sache aber wirklich gekonnt nahe. Und nächste Woche ist es dann wahrscheinlich erstmal für eine Weile vorbei. Aber trotzdem, das heißt ja noch nicht, dass es das Ende von allem ist. Also vielleicht geht die Welt trotzdem unter, aber das weiß man alles nicht. Das kann man nicht genau sagen. Sollte man auch nicht denken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.